So, liebe Leute, herzlich willkommen zur Bus-Simulator 21. Fisherman Point ist das letzte Mal, dass wir die hoch müssen, dass wir da ran müssen. Warte mal. Okay, die Bosch. Fisherman Point. Nee, gut, die muss aber noch nicht alles auf Dings, ne? Nee, nee. Aber warte mal, ich guck mal gerade, dass ich die Fisherman Point hier rausnehme. Fisherman Point. Macht sie mich ein bisschen einfacher mittlerweile. Fisherman Point. Der ist nämlich jetzt auf 5. Warte mal. 5, 4, wie viel brauchst du? 1, 2, 3, du hast 3 noch drin, ne? Okay. Coyote Bush, no. Fisherman Point. Warte mal, ich hab hier unten bestimmt noch eine Haltestelle. Ich hab da bestimmt hier unten noch eine Haltestelle, die wir nicht drin ist. 5. Tilton Avenue. Tilton Avenue. Greenwood ist ja noch nicht so viel, ne? Nimm mal die. Ah, die 4. Die Greenwood kann ich. High School. Oh, okay. Ist mir scheißegal. So. Gott. Dann herzlich willkommen in unserem Rundreiseverkehr. Hier geht das ein bisschen Greenwood durch die Strecke. So, jetzt auf die letzte Haltestelle gehen. Gott. Auf geht's. Diesmal habe ich auf die Uhr geguckt. Die Farschen. Sollen wir Leute mit? Gott, jetzt kann ich mir das mit. Okay. Warte, kriege ich die sogar in einem Rutsch rum, den Bus? Nee, krieg ich nicht. Kannst du klicken. Abgelehnt. So, nächste Haltestelle ist dann Quarry. Das Problem ist, dass wir hier einmal komplett drehen müssen. Sie stehen alle auf der falschen Seite. Die müssen längst auf der anderen Seite stehen. Schwachsinn, dass das hier. Das, ich bin froh, dass ich die raus. Also Fisherman Point bin ich jetzt ziemlich froh, dass ich die jetzt raus habe, die Haltestelle. So, sagen wir es mal so. Die habe ich jetzt gerade rausgenommen aus der Liste, die ist jetzt auf 5 aufgewertet. Dann fehlt jetzt noch Quarry, glaube ich, und Coyote Bush North. Und dann hätten wir das Thema auch erweitert. Und dann gehen wir nämlich nach Greenwood. Gehen wir runter nach Greenwood. Das wäre die nächste große Aufgabe, die wir dann haben. Fass du mal bitte jetzt gerade oder bleibst du da jetzt stehen? Also mal eine Strecke dabei, die auf jeden Fall auf 1 mit ist, die nehme ich dann raus aus der Strecke. Weil die muss ich mal überall fahren und dann setze ich sie wieder rein. Ja, ich verstehe sowieso nicht, wer diese Hecke hier gebaut hat. Verarschen? Habe ich denn da jetzt was abgerufen? Was habe ich denn da umgefahren jetzt? So. So. Na dann, auf geht's und weiter geht's. Hier bei Bus Simulator 21 mit dieser neuen Folge hier bei. Und ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen wieder. Also, wenn ich die Folge jetzt hier rausbringe, bin ich schon wieder da aus dem Urlaub, also nach meinem Kurzurlaub. Ich bin dann insgesamt von Mittwoch bis Sonntag weg. Mal wieder eine Familie besuchen. So, gucken wir mal gerade wegen Musik da hinten. Warte, das hier müssen wir ein bisschen vorproduzieren. Ach, da bist du. Kannst du heute. Ich wollte eigentlich nur die. Oh, sorry, ich mach's leiser. Ja, natürlich, wäre gut, wenn du hier nicht den ganzen Bus beschallen würdest. Dankeschön. So. So, nächste Mal steht das Quarry. Ja, es hat jetzt wieder ein bisschen Zeit gekostet. Dieses Drehen, das stört mich ein bisschen, dass sie wirklich auf der falschen Seite stehen. Aber wie gesagt, Fisherman Point ist jetzt ja ausgearbeitet, brauchen wir nicht mehr. Aber halt. Da schaut man nämlich jetzt demnächst alle weiter an Coyote Bush North. Wie gesagt, und dann geht's weiter mit Greenwood. Oh ja,
Ach, habe ich nicht. Ich habe ich. Oh, gerade so. Die habe ich ganz spät erst gesehen. Die Olle war die genau in dem Moment hat er mich aufgeblinkt und da habe ich das nicht gesehen, dass da noch einer drüber ist. Aber ich, Gott sei Dank hat es gepasst. Ich habe ja Glück, dass die eine Haltestelle, die unten auf 1 war, wo der gerade gemeckert hatte, Greenwood, dass der gesagt hat, dass der jetzt gleich, wenn der Kollege da durch ist, immer mal, dass sie aufgewertet ist, dass sie das automatisch machen. So. Sehr gut. Es könnte jetzt wieder sein, dass es da eine Haltestelle wieder aufzuwerten ist. Ja. Sehr gut gehalten. Quarry? Warum hast du Quarry drin? Warte mal. Die sollte eigentlich, könnte jetzt eigentlich mittlerweile raus, Quarry. Hallo, ich bin gleich bei euch. Ich brauche eine Fahrkarte. Quarry. Was ist denn Quarry mit drin? Quarry. Quarry brauche ich jetzt gar nicht mit drin. Okay. Ja, gut. Allerdings, mir egal. Sunshine Retreat. So, Fahrgast blockiert die Tür. Ich mach gleich noch mit ein. Wenn alle hier nicht die Fahrkarte, die Dings blockieren würde. Ja, gut, die ist jetzt nicht wichtig, die Haltestelle hier. Dankeschön. So, warte mal, noch einer rüber. Upsi. Coyote Busch North, die brauchen wir noch. Die ist 30, okay. Ob ich jetzt 30 ist. So. Die Sache wird, dass ich die Haltestelle aufwerten kann hier. Die war ich jetzt auch schon ein paar Mal ab. Alles ja gerade ausgeholt. Perfekt. So, dann zieh ich auf 2. Ich brauche eine Fahrkarte. Ecke Mecker wahrscheinlich, weil ich zu spät bin. Ich war im neuen italienischen Restaurant. Die Bedienung ist heil und sehr freundlich. Hallo. So. Gut. Einmal raus mit dir. So. Wir schaffen es leider nur, dass den Fall. Also müssen sie zumindest noch dreimal fahren. Ich verschaffe es leider nur einmal pro Folge, die Strecke hier. Ich glaube, beziehungsweise muss ich gucken, wann wir da durch sind. Wir sind jetzt bei 9 Minuten. Wir sind gerade mal bei der Richtung 4. Station unterwegs. Aber die wird sich ja jetzt immer wieder ein bisschen ändern, weil wir ja Haltestellen raus und rein nehmen müssen. Jetzt ist es mir auch herzlich egal, ob die irgendwelche Routen, irgendwelche Nachfragen generieren oder nicht, keine generieren. Jetzt brauchen wir es einfach nur fahren. Jetzt ist einfach nur viel Fahrerei. Und es gibt, glaube ich, auch sogar eine Trophäe mit 1000 Kilometer mit einem Bus. Ich hoffe, dass. Vielleicht kriegen wir ja Glück, dass wir die hier mit dem hier kriegen. Ich fahre die jetzt nämlich die ganze Zeit mit diesem hier. Die große Mission, diese mit den 4,5 Sternen und alles drum und dran, das müssen wir dann. Fahren wir mal mit dem Doppelstockbus. Den ganz großen Block. So.
Cola, der Tour ist da. Ich muss es da. Gerne, Krankenschwester. Aber drei Tage ist einen Einzelfahrschein, bitte. Du brauchst eigentlich... Wieso musst du den Tourist Center mit reinnehmen? Das Ding ist komplett auf 5. Das Ding ist jetzt mittlerweile auf 6. Gold Island Tourist Center. Warte mal. Ja. Gold Island Tourist Center brauche ich eigentlich nicht. Warum willst du mich, jetzt verarschen? Die Tour. Emergency Headquarters. Greenwood High School. Warte mal. Die. Quarry. Ja, das ist das Problem. Das. Hier ist doch eine ausgehende. Da ist ein Coyote Bush, ist eine ausgehende. Quarry. Quarry. Coyote Bush North. Coyote Bush North. Da geht die hier einmal nach Gold Island oder geht die bis runter bis Greenwood? Oder nicht? Warte mal. Ich weiß, dass wir mega verspätet. Wir sind übrigens Level 100 mittlerweile, sehe ich gerade oben links, ne? Okay. Ja, so. So, normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. Das wäre jetzt gerade mega oder verspätet, das wäre egal. So. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Kein Problem. So, Seniorenticket, einfache Fahrkarte, gib ihm. Na, aber weh. Warte mal, wo bist du jetzt da raus, letztendlich? Geradeaus ist jetzt rechts. Warte mal. Ich muss gerade was gucken. Um die. Wir müssen offiziell da einmal. Ist der da einmal rum? Nee, wir müssen da hier sowieso, da rum. Warte, mal. Ist mir geradeaus weiter? Wenn der jetzt gerade umleitet? Ja. Doch, perfekt. Das heißt, da muss man hoch. Achso, da war jemand eingeschlafen, ne? Nach 30 Staffeln Winter und Fest, dachte ich. Ich würde nie wieder eine Tür. Du? Puh, weiß ich, die Absicht, aber gut, okay. Was ist denn der. Was ist denn die Schlafmütze hier? Du bist doch wieder eingepennt, oder nicht? Du bist das. Es ist so viel einfacher, mit dem Bus zu fahren, als auf einem Roller und Spaß mit dem Leben zu machen. So. Manche Musikgenres von All Directions gefallen mir besser als andere. Lord Harborway. Ich bin froh, wie ich dieses Gold Island hier durch habe, dass ich hier wieder vielleicht auf dem Festland ein bisschen fahren kann. Weil dann ist es ein bisschen einfacher, als jedes Mal hier reinzugucken. Die Wege sind nämlich extrem weit. Aber ich will da halt relativ zügig zeitnah erledigen. So, Haltestelle gerade ausgeholt. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir die nächste Haltestelle weg. Ich war das Wochenende in einer Waldhütte. Es ist so schön da draußen. North Harbor Way. Nehmen wir die auch raus. Das heißt, wir haben da nur noch eine Haltestelle da oben. Die. Island Inn. Island Inn. Gold Island Tourist Center. Haben wir Gold Island gerade aufgehört? North Harbor Way. North Harbor Way. Warte mal. West Cove. West Cove. Ich bin auf dem Weg zu meiner Oma. Und Silo. Sie ist schon sehr alt, aber sie beklagt sich nie. Sie ist immer gut drauf. Gold Island Tourist. Ja, Gold Island ist abgearbeitet, liebe Leute. Cool. Coyote Bush North. Das heißt. Ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren, weil ich nicht weiß, was Consuela meinte, als sie zu Bob gesagt hat. Du weißt genau, was ich meine. Gut, dann. First Street.
Greenwood High School. Greenwood High School. So, dann machen wir das so. Tilton Avenue. Greenwood High School. Die kann man rausnehmen. Tilton Avenue. Die? Ne, die ist auch nicht. Die ist schon durch. Emergency Headquarters. Emergency Headquarters durch. Die Frage ist, bist du hier noch Greenwood, oder? Indian Avenue. Dann bauen sie wieder ein. Elm Street. Apple Farms Walk. Da fehlt es nämlich auch nicht mehr hier. Greenwood High School. Freeman Street. Old Police Station. Second Street. Freeman Street. Tilton Avenue. Emergency Headquarters. Greenwood High School. Greenwood Fields. Second Street. First Street. Old Police Station. Tilton Avenue. Gut, das sind alles. Second Street. Halt, hier ist eine. Kindling Walk. Die habe ich jetzt so gar nicht gesehen. Und Kindling Walk. Kindling Walk. Erinnerung überlebt. Ja. Gut. Die geht jetzt weiter mit Greenwood. Das heißt, wir haben Gold Island jetzt weg. Gott sei Dank. Ich koche meinen Katzen und mir morgen ein nettes Abend. Aber wir sind jetzt gerade bei 16 Minuten, ne? So viel ist es nicht. Warte mal. Ich muss jetzt gerade gucken. Coyote Bush, das heißt die gelbe, die ändern wir jetzt. Da. Gold Island, das heißt. All Directions ist meiner Meinung nach die beste Band. Greenwood. So. Anbinden. Es ist überleben. So viel einfacher, mit dem Bus zu fahren, als auf einem Roller im Straßenverkehr überleben zu wollen. So, ich hau jetzt gerade euch mal ein bisschen raus hier. Tut mir leid, dass ich jetzt euch abschließe, weil Greenwood, Gold Island ist weg. Island Inn. Und ich hüpfe jetzt Coyote rüber nach Coyote Bush. Kann ich gar nicht. So, weil ich wahrscheinlich im Bus sitze. So. Kann ich jetzt hier hochpushen? Coyote Bush North. Ja, schön Reise gehen. Gut. Ja, dann weißt du mal was? Wir machen trotzdem einen kleinen Break. Wir gehen das Thema Greenwood und Coyote Bush in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play Bus Simulator 21.